Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow Tactics. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir arbeiten uns hier nach und nach vor und jetzt geht's zur nächsten Insel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es wird wirklich immer spannender. Weil es wird auch immer schwerer tatsächlich. Merkt man. Sieht der den? Ne, der sieht den nicht, ne? Der sieht den auch nicht. Wie viel Munition haben wir noch? 8. Hier ist ja auch noch eine Insel. Hier ist ja auch noch eine Insel. Ich würde mal sagen, wir laufen tatsächlich mal als erstes dahin. Also, wir haben ja hier noch eine Yuki. Da ist die Yuki. Yuki, komm mal her. Genau, du komm mal hier runter. Ich glaube, wir schwimmen erstmal zu der ganz außen. Aber erstmal treffen wir uns hier irgendwo. So. Ayato kommt jetzt auch mal hierher und Aiko auch. So. Genau, und dann werden wir tatsächlich hier auf diese Insel gehen. In der Hoffnung, dass wir das gebacken kriegen. So, die haben da jetzt... Die haben sich alle getroffen hier und dann geht's mal hier rüber. Los, zack, zack, zack. Lauft da mal alle ganz schnell hin. Perfekto. So, Hayato läuft hier mal oder sprintet hier mal rüber. Die Leuchtturminsel. Oh. Oh ja, tatsächlich, das ist eine Wache am Leuchtturm. Gott. Wie lange bleibt der Kollege jetzt hier stehen? Ja, das ist echt ärgerlich da mit der Wache, ne? Nein! Das war eine absolute Katastrophe. Also da ist die Wache, die da oben, die macht uns ganz schön Ärger, ehrlich gesagt. So. Das ist echt blöd. Da muss ich wirklich ganz fix sein, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das mit dieser Wache da, das ist wirklich ganz schön anstrengend. So.
あの島はわしの鉄砲の射程距離を超えておる。彼らが東大の衛兵に気づいてくれることを期待しよう。個人的な恨みはない。水の…Nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. お前の言う通りじゃ、クマ。あの島はわしの鉄砲の射程距離を超えておる。彼らが東大の衛兵に気づいてくれることを期待しよう。So, jetzt läuft die ja wieder zurück. Genau. Mach das mal. Hm. Da bin ich nicht so ganz mit zufrieden, ne? Katana, was ist das? Kenji, Katana. Oh Mann. Hm? Dreh ich um da oben. Dreh dich jetzt um, Mensch. Wache auf dem Turm, dreh dich um. Ist er jetzt festgewachsen oder was? Ich dachte gerade, was soll das denn jetzt? Steht er da einfach die ganze Zeit. What? それは知っておる。見ない足跡。千代夫人から直々に渡されたのだから。手裏剣が使える。突入する。静かに。水のように。OK、だ、三分。Aber da kommt der ja lang, ne? Das ist... Oh. Das ist richtig blöd, ist das. Ja. Wir können hier rumschwimmen. Die sehen sich alle gegenseitig, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Nein, das lief fast gut. Fast lief es gut. Der kann hier bis hier gucken, dann machen wir Fußspuren und dann folgt er uns. So machen wir das. シリケンを使おう。なんで？いただくぞ。くれているのか？足音か？任務を全うせねば。突入する。分かってるんだ。シリケン術。誰かいるのか？どう立てる？刃が血を欲しがっている。What？剣術。
Was ist da gerade passiert, Leute? Hä? Oh no, was war das denn? Oh, dieser Stein ist einfach total verbuggt, ohne Witz. Das gibt es doch gar nicht. Oh, Mann. Mann. Hä? Das kann doch nicht wahr sein schon wieder. Seit wann dreht er sich denn hier nochmal um? Ja, komm, geh weiter. Gut, dann haben wir jetzt das. Das haben wir. So, Nummer 1. Nummer 1. So, dann, und jetzt da wieder lang. Dann, er sieht jetzt hier kurz was, aber das brauchen wir nicht. Okay, dann machen wir mal weiter. Also, Yuki. Was kann Yuki tun? Was kann Yuki tun? Man weiß es noch nicht. Okay, also wir holen mal jetzt alle hierher. Das ist ganz schön schwer. Das ist echt ganz schön schwer. Und das ist so traurig, ne? Dass hier einfach Takuma nicht hinkommt. Oh, wir können auch hier was. Können auch hier noch was lesen. Takumas Gewehr. Takumas Gewehr hat außerordentliche Reichweite und begrenzte Munition. Drücke A, benutze Maus links, um zu schießen. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden, ne? Vielen Dank auch dafür. Super. So. Jetzt, wie kommen wir da am allerbesten hoch? Also, wir müssen mal gucken. Wir können mit Aiko. Okay, das war schon mal gut. Dann können wir da jetzt gleich rein, nämlich. Komm, jetzt muss er nur noch wieder weg hier. Alter Schwede. So, zack. Also, das ist ein bisschen verbuggt hier, habe ich den Eindruck. So ganz leicht ist das verbuggt. Nicht ein bisschen schade, aber naja, was soll's. Oh, wait. Können wir hier den Dings umstoßen? Warte mal, machen wir hier mal ausprobieren. Tatsächlich. Wir können hier den Samurai wegmachen, wa? Da warten wir doch jetzt einfach mal ganz kurz. Wir können den Samurai da wegmachen. Mega nice. Er muss hier hin. Hier. So. Da ist er jetzt. Huch. Upsi. So, dann holen wir den. Den haben wir. Wie jetzt? Nee. Nee, oder? Oh, nee.
Na gut, dann muss der Aiko wohl hin, wa? Dann muss der Aiko wohl hin. Aiko, Aiko, aye. So, dann machen wir den jetzt hier gleich platt. Komm, stell dich da hin. Jep. Huch. Oh mein Gott. Eieieiei. Oh Gott, es hat geklappt. Es hat geklappt, Leute. Es hat geklappt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war ganz schön knapp. Gut. Wo ist Hayato eigentlich? Da ist Hayato. Genau, dann macht mal Hayato hier den ganz großen Bogen und schwimmt hier einmal ganz rum. Hier, die sieht ja nicht so viel. So, und du... Nein. Wie kann ich die noch mal umhauen? Verdammt. Verdammt, und ich sollte einfach auch mal speichern. Mensch. Jin, warum merkst du dir nicht einfach, dass du hier mal ein bisschen speichern solltest? Hm? Was hältst du denn davon? Wäre doch eigentlich mal ganz cool, oder? So, Yuki nimmt mal mit hier. Da rein. Hayato nimmt ihn auch mit hier rein. So. Genau. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Alle unsichtbar wieder, ne? Ja, passt. So, dann stellen wir uns hier ganz nah ran. Zack. Zack. So, dann haben wir sie beide geholt. Sehr schön. Packen wir hier rein. Die Zivilistin haben wir geholt, weil einfach Sorge, dass die da sonst uns sieht. Das wäre echt blöd. Das wäre echt richtig blöd. Etwas Abstand wäre jetzt besser. Jawohl. So. Die haben wir noch nicht zerstört. Also, dass wir die noch nicht hier angezündet haben, ist auch absolut lächerlich.
やっぱり何かがおかしい気がしてならないわ。千代夫人がこんないい加減な作戦を認めるはずがないわ。彼女の計画は常に完璧で、いつも失敗がないもの。ただ年を取って衰えただけかもしれんだろう。あるいは見た目以上の何かがあるのかもしれないわ。Okay, dann geht's weiter. So, wir gehen als erstes mit Yuki hier. Ach, guck mal, der hängt ja hier noch. Der hängt ja hier noch. Den packen wir doch nochmal hier weg. Mach den da mal rein. Genau, und du springst selber hinterher. Sehr schön. So. Und ihn hier, weil, wieso machen wir jetzt mit Yuki? Einfach aus dem Grund, weil Yuki kann pfeifen. Ja, genau, Sandinsel. Ja, dann helft ihr doch mal aus, wa? Genau, also, warum mit ihr? Weil wir können mit ihr hier nämlich eine Falle hinlegen. Zwar genau hier. Und ihn pfeifen wir dann ran. Genau, perfekt. So, dann haben wir das schon mal wieder eingesackt. So, die decken sich alle gegenseitig hier. Die decken sich alle gegenseitig, aber wir können tatsächlich mit Takuma, wir können wahrscheinlich den hier holen, oder? Das schnallt keiner. Genau, das schnallt nämlich keiner. Das ist die Frage. Der ist ja im Blickreich. Das ist so blöd, ne? Das ist so blöd. Oh, Leute, ist das doof. Ja, doch, die sollten wir auch alle kriegen, ne? Die sollten wir eigentlich auch alle kriegen. Aiko, du kommst mal auch her. Ja? So. Wir schwimmen mal zusammen mit denen jetzt hier rüber. Das sollte klappen. Also, pass mal auf, was wir vorhaben. Ich habe eine Idee. So, und zwar. Sieht er mich jetzt hier? Ich speichere mal. Sieht er mich jetzt hier? Oh. Nee, das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir hier kurz bleiben. Das ist nicht gut. Dittigoi, selber Dittigoi. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, was unser Plan wäre, wir snipen ihn hier. Zack. Mit Aiko holen wir ihn. Und mit Hayato ihn. Ja, aber dafür muss er jetzt nur abhauen. Dann würde das klappen. Kann niemanden finden. Sehr schön. So. Nein! Nein! Oh, Leute. Nee. Warum sehen die mich denn sofort? Hä? Also schon mal mit ihm können wir schon mal hier ihn holen. So. Das haben wir schon mal. Zack. So können wir Kuma schicken, nur auf dem Schiff. Schade. Schade, nur auf dem Schiff können wir hier was schicken.
Ist halt blöd wegen diesen Fußspuren hier die ganze Zeit auf der Sandinsel, ne? Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Deswegen hat er mich hier sofort erkannt, ja? So. Und? Let's go. Genau, du kommst jetzt mal her hier. Klasse. Klasse, genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so, Leute. Ah, sehr schön. Sehr nice. Richtig nice. Toll. Wirklich, richtig toll. Das hat gut funktioniert. Sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. So, er geht ja nicht weg davon, ne? Ist schade. Das ist wirklich schade. Aber hier können wir tatsächlich sowas ähnliches... Nein, den kann er nicht abknallen. Den kann er abknallen. Das wäre jetzt die nächste Idee. Also, Hayato kommt hier rum. Bis hier vorne. Yuki. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann haben wir das. Okay. Und let's go. Ach ja, das lief gut. Hui. Aber auch ganz schön knapp, ne? Ganz schön knapp, aber trotzdem. So. Hinpacken. So. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das hinkriegen wollen. Ach so, natürlich, mit ihr. Da würde man das hinkriegen, so. Und dann würden wir jetzt gleich mit ihm... Oh Gott, da kommen ja ganz viele aus der Höhle. Das hat nicht so gut funktioniert. Nein. Das lief fast gut. Wirklich, fast lief es optimal. Schade. Nochmal. Fast lief es optimal. Ja, dann meld das den Kagesama. Egal. So. Zack.
人的な恨みはない。どうしてくれよ。Jawohl. Das war stark. Ich speichere jetzt extra noch nicht, weil jetzt wird er das ja sehen, ne? Ah, okay. Scheiße. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier gleich Zeit, mit Takuma den abzuknallen. Komm. Jawohl! Jawohl! Oh mein Gott. So, das speichern wir jetzt aber. Nice, Leute. Nice, ey, dass das geklappt hat. Ist das geil. Nice. Komm schon, die zwei kriegen wir auch noch hin. So, zack. Perfekt, 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 perfekt. Zack. Sehr nice. Willkommen, Sensei. Jawohl, rette Takuma. Es ist soweit, Leute. Es ist soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. Gut, dann würde ich noch mal sagen, versammeln wir jetzt alle hier, zumindest so weit wie es geht. Du kommst mal hier runter. Ayato kommt hier hin, so zack, zack. So, und damit haben wir doch hier erstmal alles leergeräumt und dann in der nächsten Folge retten wir Takuma. Ich freue mich mega drauf, nicht mehr lange und wir haben hier alles leergeräumt. Sehr schön, Leute. Alles klar, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, euer Gin Tonics. Ciao.